Die Equiva VIP Tour in ihrer zweiten Auflage an diesem Turnier am Freitagmorgen. Wieder ein Sieger aus Österreich, wieder ein junger Mann. Aber diesmal ist es der Daniel Gnaser aus der Steiermark, zu Hause mit seinem Pferd im Süden von Graz in Hausmannstetten. Mit dem Ishtar, gehört dem Rainer Zöger. Ist ein Pferd, mit dem du gestern schon ganz gut unterwegs warst, heute den Sieg einfahren konntest. Erzähl mal ein bisschen was über Ishtar. Ja, ist sowieso generell ein gutes Pferd. Was macht diese Prüfung, diese VIP-Tour aus? Wo waren heute auch vielleicht im Parcours die Momente, wo du gesagt hast, hier könnte ich schnell sein, hier könnte ich gewinnen? Null zu sein ist ja Pflicht. Ja, von 1 auf 2 innen. Null ist sowieso Pflicht. Aber es hat alles super geklappt. Die Apropos Pferd, 25. Auflage und dieses Turnier hier in der Halle, was bedeutet es dir auch hier das erste Mal dann für das Publikum hereinzureiten? Was ist das für ein Gefühl? Ich bin sowieso generell das erste Mal da und es war ein Wahnsinnsgefühl. Wirklich Wahnsinn. Man merkt auch ein bisschen, du bist noch immer so ein bisschen nervös. Das ist eine ganz neue Atmosphäre. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Was sind denn so die sportlichen Ziele auch in Zukunft aus der VIP-Tour? Vielleicht auch einmal ein bisschen raus in größere Touren, auch international, vielleicht mit diesem Pferd? Ja, Salzburg wahrscheinlich. Und schauen wir halt, was der Rainer sagt. Wie der Rainer sagt. Und Salzburg, ganz bescheiden, großes internationales Springturnier. Auch Freunde von uns, der Sepp Göllner erwartet dich dann. Dann wünsche ich noch alles Gute heute dieses Wochenende. Es geht natürlich noch ein bisschen auch weiter mit den Amateuren in der VIP-Tour von Equiva. Jetzt aber gleich hier die jungen Pferde. Meine Damen und Herren, Sie können natürlich zu Hause uns auch im Livestream beobachten, aber die wirkliche Atmosphäre, die erleben Sie hier in der Arena Nova.